Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dommer dabei. Wie immer. Servus. Und wir gucken uns heute an Flux Stompy gegen WWPal. WWPal hier eine alternative Version des damaligen Madu Pyromancer, was durch etliche Iterations durch ist. Ja, halt im Legacy jetzt. Ja, genau. Hier ist ein Mulligan anscheinend auch schon passiert. Und Flux Stompy, eine Adaption des Monored Prisons, was eben das Firefox Squad spielt. Ja, und hier halt mit einer Menge Meat, einer Menge Fleisch. Er hat jetzt auch neuen Stuff bekommen durch Fury. Fury, ja. Genau. Okay, ist auch ein Mulligan von Flux Stompy. Also so viel zu Modern Horizons 2 hat keinerlei Einfluss im Legacy. Sehr wenig. Ja. Sehr, sehr wenig. Im Modern ganz, ganz viel. Ja. Ansonsten, WWPal hier halt mit dreifarbig schon mal nicht ganz so geil, braucht aber hauptsächlich Rot. Ja, ja. Dementsprechend ist, glaube ich, Blattmoon nicht so wichtig. Das ist ja mal ein Start. Mountain Go. Mountain Go. Das ist doch genau der Start, den man als Monorail Prison Spieler möchte. Ich wollte gerade sagen, kannst du auch genauso Goblins spielen. Das ist korrekt. Da sucht man sich auch panisch schnell den Sumpf. Jo, wenn man die Chance hat, ne? Ja, einfach nur zum sagen, ha, Blood Moon ist nicht mehr. Aber ich glaube, die Version spielt eh nur drei Main. Blood Moon und vier Inquisition. Das kann nach hinten hauen. Ja, damit triffst du halt genau, den Affen. Genau. Sehr cool. Ja, genau. Da sieht man auch schon Fireflux Squad nach der namensgebende Karte. Du hast auch schon einen Decktag dazu gemacht? Ja, der Decktag ist auf online. Genau, also wenn euch da mehr interessiert, könnt ihr da mal nachgucken. Die Liste hier spielt halt im Endeffekt 4 Fury, 4 Fireflux Squad, 4 Goblin Rebel Master, 4 Legion Warboss, 4 Affen. Ja, und also hast du die Furies für die. Oh, und 4 Bonecrusher Giant. Ja, 4 Bonecrusher Giant. Die Handwearer Garnison und die 2. Die Werwölfe und ja. Was ist geflogen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, aber das macht ja Sinn. Und Chromox. Chromoxen? Okay, Fireflux. Beat für 4. 4. Die kann sich leider nicht selber wählen. Ja. Nicht so der mächtigste Start tatsächlich, aber es kann halt jetzt ganz, ganz gut werden, wenn jetzt ein Goblin von der Top kommt. War ein Mulligan. Das ist ja, halt Mulligan auf 5 Glas. Ja. Da ist ein Badlands. Da ist ein Lightning Bolt. Ich glaube, den muss man hier auch zünden. Ja, ich denke auch. Also den ich würde da nicht den Pyro legen. Das kann so in die Bots gehen. Ja, aber das muss man halt wissen. Das ist es halt. Also ist klar, ist eine nahtgebende Karte, die muss man meistens abräumen, ähnlich wie beim Delver. Und Ja, okay, du hast ansonsten aber auch nicht so viel. Ich glaube, ich habe kein weiteres Land gesehen. Uff, da ist auf jeden Fall eins gezogen. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt ist der Pyro halt ein bisschen magisch. Ja, aber den spielt man hier, glaube ich, trotzdem. Und eine Satchmo Witch. Ja, dann würde ich auf jeden Fall die Satchmo Witch spielen. Ja, definitiv. Kostet genauso viel und macht noch cooler Stuff. Interessanterweise kann man hier auch wirklich noch Dinge einfach runterspielen, weil man hat ja immer noch Kolaghans Commands, mit denen man Artefakte zum Beispiel los wird. Ja, in den Farben ist dort ja eh Gang gegeben, dass du den spielen kannst. Ja, ich denke auch. Ist von den neuen Commands einer da drin, also den neueren? Nee, es gibt nur den schwarz-weißen, den Silverquill und der ist halt für 4 Mana oder so. Ach so, teuer. Genau, das 3 Mana Satchmo Witch. Pyro. Okay, Pyro. Ho. Ja, vielleicht, wenn man sich die Witch aufbewahren will, falls man den Combo-Kill hat. Ja, aber da kann man auch einfach die Witch spielen. Also da hätte ich jetzt einfach die Witch gespielt. Ja, okay, wenn man Fury schon gesehen hat. Nee, hätte ich einfach die Witch gespielt. Witch macht so viel coolere Tokens. Fortsies auf dem Land. Dachte ich mir der schon. Klassiker. Dachte ich mir schon. Und die Witch haut für 3. Und ja, die Token von der Witch geben noch Leben, wenn die zerstört werden. Und Menace. Ja, und Menace. Also hier gibt es für mich keinen Grund, den Pirate zu spielen. Stimmt auch wieder. Nun, der Grund wäre, man will nicht in Fury reinrennen und hat Angst, dass man die Combo nicht zieht. Auf der anderen Seite kann man auch einfach die Combo ziehen, wenn man die Witch im Feld hat und könnte einfach instant gewinnen. Ja, das stimmt schon. Also da gehört die Witch einfach ins Feld. Da wird ein Affe gedroppt. Das ist Hardcast-Affe. Das ist schon beeindruckend. Das Ballsy. Auch der wäre mit der Witch kein Problem. Nee, da kannst du einfach dran vorbei. Okay, jetzt da kommt die Witch. Jetzt ist die Frage, jetzt macht natürlich jeder Spell doppelt Token, da ist natürlich doppelt gut. Ja. Da kann man auch einfach den Elemental blocken.
Ist die Frage, ob man hier dann nicht lieber doch den Pyro-Block annimmt. Oder einfach Damage nimmt. Okay. Interessant. Ich hätte den Affen jetzt nicht so hochgewertet. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich einen Fireflux-Squad von oben zieht, das reinspielt, mit beiden angreift, ist es, glaube ich, wichtig, den Affen zu behalten. Stomp. Bonecrusher Giant auf den Stomp. Auf die gute Lady. Ja, muss man 3 bezahlen, ansonsten wird er gecountert. Nee. Man kann ihn gar nicht casten. Ist ja keine Chalice. Brennisphäre sagt, man muss casten. Okay. Hä? Nein. Zetmorwitch sagte, bezahlt 3 Leben. Ich war bei der Damage. Ja, 3 Leben. Also, das war jetzt 3 Leben bezahlen. Von der Zetmorwitch. Genau. Und nochmal 2 von der Engine Room. Ja. Da ist das B. Ja, aber 10 zu 12. Ja, hier tut der eine Fetchlight weh. Ich war mir überlegen, ob ich den ansage, dass man hier dann den raussuchen kann. Ein weiß-rotes, weil man hat schon ein Badlands und ein Ding. Ja, wenn man kein Weiß hat. Man hat keinen Weiß und damit ist die Lingering Souls halt super bad. Ja. Hm. Ja. Hier kommt George Cole. Ach stimmt, da war ja der ja, genau. Der Ponder Faithful Looting. Genau, hier wurden 3 Karten gezogen. Ja, aber da sieht man halt wieder, man ist aus dem Spiel raus. Da wird jetzt auch geschaffelt und drauf. Auch hier ist interessanterweise, man hätte auch als Judge hingehen können, hätte einen Thoughtseize machen können vom Gegner lassen, weil es Drawing Extra Card ist, einfach Thoughtseize fix. Quasi als extra Punishment. Genau. Und da ist halt das Interessante auch hier, wenn ihr dann andere Regelungen seht oder habt oder ähnliches. Auch die Judges sind aktuell nicht mehr im Saft, was das angeht. Deswegen vergebt denen, wenn die länger brauchen oder wenn die ein Ruling nicht ganz hundertprozentig korrekt durchsetzen. Solange beide Spieler damit glücklich sind und es irgendwie Regelungen dafür gibt, ist es doch okay. Jo. Jetzt wurde auch das Looting. Genau. Liegt aber nicht in der Reihenfolge, aber egal. Ja. Ah ne, der hat Looting abgeworfen. Genau, Looting abgeworfen, dann kam Lingering Souls und dann kam das zweite Looting. Jo. Alter, die hässlichen Lootings. Da kam abgelegt. Ich glaube, jetzt liegst du einfach quer. Wurde der Giant schon gehardcastet? Der Giant wurde in der Runde danach gehardcastet, weil man den Landdrop noch auf der Hand hatte. Oh ja, stimmt. Yep. Wow. Das sind halt 6 Damage, ne? Kann man halt auch einfach mal... Ja, man kann auch einfach 2 nehmen. Ja, opfert man jetzt nicht den Pyro, oder? Doch. Ihr will den Giant tot sehen. Ja, 4 Damage Store, ne? Mit dem Loot. Ist das Looting im Friedhof? Ja, das Looting ist im Friedhof. Boah, das weiß ich nicht. Da hätte ich mit Lingering Souls nächste Runde einfach 3 Tokens gemacht und angefangen, da einfach den Value auszumachen. Okay, Command. Okay, Command ist natürlich gut. Das Droid 2 Damage. Aber hier muss man jetzt den Pyro wieder spielen. Also das ist ein bisschen strange. Der hätte ich anders geblockt, glaube ich. Da ist ein Fury. Fury ist natürlich jetzt richtig mächtig. Ja, macht mal einfach mal Bumm, ne? Genau. Klong, klong. Deed für 2. 2 Schaden auf jeden. Fury ist 3-3 Double Strike? Double Strike. Double Strike, das ist halt. Und mit dem so ETB, mächtig, dass man 4 Schaden auf bis zu 4 Planeswalkern oder Kreaturen verteilen kann. Beliebig viel, genau. Also beliebig aufteilen kann. So ist es richtig. Wenn man keine andere Kreatur hat, muss man halt auf den selber schießen, was ziemlich ätzend ist. Oder auf seine eigenen Kreaturen. Ja, bis zu 4 Kreaturen. Aber ja. Man muss eine. Ja, ja. Das ist halt. Und ja. Ja. Caracas, also man hat hier zumindest den Landdrop, aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch große. Du kannst 2 Schaden schießen, du kannst die Trinisphäre loswerden, du hast noch die Lilly auf der Hand, du könntest die theoretischen Blocker ziehen, kannst ihn aber nicht mehr spielen. Nee, musst du K-Command auf den Affen und auf die Trinisphäre machen, nächste Runde, sobald der Gegner dran ist, dann gehst du in deinen Zug. Machst entweder Minus auf den Double Strike und hoffst auf eine Kreatur oder du Minus die Lilly und holst dir einen Pyro und blockst mit dem Pyro, was halt auch nur eine Runde ist. Ja. Aber dann kommst du in die nächste Runde wieder rein, kannst wieder Minus machen, kannst den nächsten Pyro holen oder und Lingering Souls spielen. Lingering Souls spielen geht halt natürlich auch. Ja, aber das macht jetzt halt, das macht halt genau gar nichts. Das ist ein Time Walk. Ja, wäre das andere auch. Ne? Ja, du hättest die Kreatur noch wegbekommen, das stimmt schon. Ja, du hättest halt überlebt mit 2 Leben. Ja, ja. Und die Runde drauf hättest du halt mit Lilly plus Blocker und danach hättest du Value. Also der Turn wäre halt in 3 Turn Value. Das hier ist ein Time Walk, der in 2 Turns kein Value macht. Hm. Also da hätte ich sehr viel anders entschieden. Auf der anderen Seite habe ich das Deck auch schon ewig nicht mehr gespielt.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, da wird auch noch zum der will wahrscheinlich zum Schluss auch noch die Canopy aktivieren, das Canopy Land. Ja, das kann gut sein. So ein Card Drawn, aber. Ist halt auch wieder ein Damage, den man sich halt hin und wieder nicht erlauben kann. Ja. 2 Damage, Speed für 8. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Erstes Spiel. Sehr ausgewogen tatsächlich, meiner Meinung nach. Ich gehe aber auch mal da. Okay, hatten beide einen Mulligan. Es hatten beide nicht so die krassesten, explosivesten Hände, die alles tun. Ja, aber wenn der Discarder nicht gekommen wäre, wäre das Flux Stompy schon echt gut ausgerastet. Ja, allein mit dem Affen, das wäre auch gut gewesen. Das stimmt. Deswegen, also. Genau. Hier nochmal Mulligan von WWPal, glaube ich. Jawoll. Jawoll, ja. Das macht Spaß. Die Frage, ob Mulligan auf 6, ja, okay. Darf aber starten, aber meistens macht das Land Go oder Land Discard. Land Discard tut meistens weh, Stompy. Gerade Stompy-Listen. Gerade Stompy-Listen, du planst ja deinen Turn 1 quasi so effektiv wie möglich und wenn du mit einem Discarder planen musst, ist das richtig ätzend. Fangen wir mit einer Chalice of 1 an. Chalice of 1 auch gegen das WW-Pile ein sehr mächtiger Move. Ja, du hast ja die Lootings. Aber das ist ein cooler Erzkommand. Du hast die Lightning Bolts, du hast die ganzen Removal auf 1. Double Fetch. Double Fetch auf 18. Ich bin auch gefragt, wie Robin mal den Würfel drehen muss. wahrscheinlich für ein Pyro? Oder hat man noch was anderes für 2 Mana, was man spielen will? Man könnte den Smog auf den Gegner spielen. Ja, aber willst du die so. Ja, okay, 2 wegwerfen. 2 wegwerfen für gegen Flux Zombie, das kann schon wehtun. Creator Maker. Richtig coole Karte. Gerade auch gegen die gute Chalice. Giant. Da kommt der Giant. Oder so. Giant macht Adventure Time. Ja, der geht jetzt mal auf eine große Reise. Yes. Große Hafenrundfahrt. Das ist der Seasoned Pyromancer. Mehr Pyromancer auf das Land. Der Pyro. Den gibt es ja auch noch. Yes. Das ist halt jetzt ein sehr langsames Game. Ja. Das wird als MDC gespielt. Geht auf 17. Und das ist jetzt eklig. Ja, das ist wirklich eklig. Gerade mit noch ein Landdrop gemisst. Ja, da passiert jetzt gerade erstmal gar nicht viel. Das ist jetzt die Frage, also was beim Prison, also beim Stumpy läuft. Stumpy läuft. Das ist ein okay. Kriegstreiber. Das ist ein Warboss. Kriegsabling, genau. Genau, der bringt jetzt immer schön Token mit und Es geht noch. War das eine. Das ist ein bisschen deprimierend. Das ist ein bisschen schlecht. Na, 3 Runden kein Länder gezogen, ist nicht so geil. Auf der anderen Seite kann dann hier Flux Stompy auch einfach nur noch querlegen. Tut auch nicht so viel tatsächlich. Ja, okay, bringt den Gegner um, ist relativ effektiv. Ja, ne? Früher oder später, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich früher als später. 5 Schaden, 6 Schaden jetzt schon durch den. Immer noch. Ja, gut, das kann halt Trinisphäre auch mal machen. Also Trinisphäre kann halt auch einfach mal den Gegner dafür punishen, dass da Dinge passieren. Ja. Das ist noch Kriegsabling. Ich glaube, ich kenne keine Karte, die im WW-Pile gespielt wird, die da noch rauskommen könnte, die man nicht noch. Du könntest, wenn er das Spiel überhaupt spielt, ein Toxic Dilage. Dilage oder das Problem ist, jede Kreatur kriegt einen Schaden, damit kriegt er 2 Token los. Ja. Das Problem ist, dass er beides gleichzeitig ziehen müsste. Er müsste ein Land haben und diese Karte. Oder Black Engineer, der auch nichts mehr bringt. Ja, Trinisphäre, eine sehr, sehr starke Karte. 2-0 für Flux Stompy. Der auch kein Mana tatsächlich. Priest. Ja, aber Flux Stompy hat man gerade gesehen, hat auch kein 4. Mana. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.